Hallo und willkommen bei einer kleinen Spielvorstellung, und zwar von Force of Nature. Ist ein ganz nettes Spiel, gibt es noch nicht so lange und ist noch ein Early Access. Wird euch das gerne zeigen und ich erstelle mal ein neues Spiel und werde euch aber, während ich ein bisschen farme oder so, ein bisschen was dazu erklären, damit wir hier nicht Ewigkeiten in diesem Ladebildschirm festhängen. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war, dass es das Spiel nur auch auf Englisch und Russisch gibt. Und zwar Russisch spreche ich gar nicht und Englisch, naja. Aber das Spiel ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Wer ein bisschen Englisch kann, der wird das auch eigentlich, denke ich, verstehen, wenn ich das verstehe. Ja, die Welt wird generiert und wir landen auf einer einsamen Insel und müssen ums Überleben kämpfen. Erinnert mich so ein bisschen an Ark, das Spiel. Ja, und wie gesagt, ich werde euch dann während des Spielens noch ein bisschen dazu erklären. Jetzt liegen wir da gerade im Wasser. Bis jetzt kann man noch keinen Charakter erstellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch mal kommt, aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall läuft das Spiel sehr, sehr flüssig. Es kommen auch immer mal wieder Updates, habe ich festgestellt. Ich habe noch keinen Bug oder sowas entdeckt. Also ich bin wirklich angenehm überrascht davon. Ja, und jetzt geht das Ganze los. Und das Menü öffnet sich automatisch. Das heißt, hier haben wir schon unseren ersten Quest. Dieses Spiel wird begleitet von Quests, die man erledigen muss, und dadurch erklärt sich das Spiel halt selbst. Und was ich auch ganz toll finde, man hat also immer wieder Aufgaben, die man erledigen muss. Man rennt hier also nicht planlos durch die Gegend. Das finde ich eigentlich ganz gut. Hier haben wir unser Charakterfenster, da können wir dann halt Waffen und Rüstung und sowas anlegen. Zu diesen Feldern kommen wir später, das möchte ich jetzt nicht alles erklären. Und hier ist unser Inventar, in dem wir dann die Sachen sammeln. So, wir sollen jetzt hier einen Ruby-Chip aufsammeln. Und ich habe gelesen, der liegt hier schon, das kann man anklicken und zack, schon hat man das aufgehoben. Und dann bekommen wir auch schon unsere nächsten Quests. Und zwar sollen wir hier Palmblätter und Splinter sammeln. Und das werden wir dann noch machen. Ihr braucht nicht immer hier schließen und hier, sondern ihr könnt einfach hier alle Fenster schließen. So, meine Tastaturbelegung habe ich komplett anders, denke ich, als ihr, da ich halt mit links spiele. Deswegen werde ich nicht sagen, ich klicke hier und ich klicke da. Aber man kann die Sachen einmal. Ich habe es auf der Steuerung-Taste liegen. Wenn man die klickt, dann erscheinen halt die Namen. Hier liegt eine Banane, hier ein Splinter. Und wenn man halt, also ich auf die Numlock-Taste klicke, dann sammle ich das automatisch ein. Und das mache ich hier eigentlich. Aber bevor ich hier alles komplett einsammle, werden wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Da liegt schon ein Palmblatt. Das werde ich nachher auch noch mitnehmen. Ich habe das Spiel natürlich schon angecheckt, damit ich sehe, ob sich das überhaupt lohnt, das vorzustellen. Aber ja, ich finde, es lohnt sich. Hier haben wir einen schönen Platz. Ich denke, hier werden wir unser Lager aufbauen. Man muss hier essen, man muss Bäume fällen, man muss hier Erze kloppen. Und am Anfang kann man natürlich hier die Sachen einfach erstmal einsammeln. Das Palmblatt lag da hinten. Bisschen anders ist es hier, ist zum Beispiel Weed. Das muss man halt anklicken und dann fallen erst Samen und Weizen raus. Und genauso ist es hier bei den Erdbeeren. Und dann kann man das einsammeln. Und die Erdbeeren werde ich auch mal mitnehmen. Wir brauchen nämlich nachher noch jede Menge Essen, denn hier gibt es auch Gegner. Und mit Essen kann man seine Kraft und auch seine Gesundheit wieder auffüllen. Das Weizen werde ich erstmal nicht einsammeln. Ganz wichtig, Bananen und Erdbeeren am Anfang. Später können wir hier noch Sachen kochen. Das glaube ich noch ein Splinter und ein Palmblatt. Aber wie gesagt, es gibt noch langweiligere Phasen in dem Spiel und dann kann ich euch da einiges noch erklären,
was ich so für wichtig halte. So. Hier befinden sich auch immer mal wieder so Pilze. Da. Da liegt auch noch ein Splinter. Da gibt es verschiedene Pilze. Und zwar gibt es welche, die nehmen einem Gesundheit weg. Und welche, die geben einem Gesundheit. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da öffne ich mein Inventar. Genau, die zocken einem praktisch 20 Gesundheit ab innerhalb von 30 Sekunden. Also wenn man die isst, ist es, glaube ich, nicht so angenehm. Sollte man lieber lassen. Ob man damit später noch irgendwas anderes anfangen kann, das weiß ich nicht. Aber das hier sind, glaube ich, genau Caps. Das sind praktisch Pilze, die man essen kann. Und die stellen 10 Gesundheit her innerhalb von 10 Sekunden. Steht also alles dabei. Was soll man denn machen hier überhaupt? Wir sollten ein Rope craften. Mit Palmblättern. Ich hätte gern noch Palmblätter, die kann man sich... Da liegt, glaube ich, noch was. Die kann man sich aber auch von diesen Palmpflanzen holen, indem man am Anfang, wenn man noch keine Werkzeuge hat, einfach dagegen tritt mit der rechten Maustaste. Dauert allerdings ein bisschen lange, bis da mal welche rauskommen. Und später kann man das mit der Axt machen. Dann verschwindet aber die Pflanze. Da müsst ihr dann halt mal gucken, ob er da die Pflanze noch braucht oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, denn am Anfang ist man hier recht geschützt. Das heißt, es können keine Gegner hierher kommen. Die befinden sich alle da hinten praktisch. Ich kann ja mal die Karte öffnen. Da könnt ihr das sehen. Hier haben wir unseren kleinen Platz praktisch. Und hier ringsrum sind überall Pflanzen, das heißt Bäume, Büsche und so weiter. Und man ist halt hier ziemlich geschützt. Später kann man sich dann noch Zäune bauen. Entschuldigung, meine Stimme ist immer noch nicht so da. So, jetzt craften wir erstmal ein bisschen. Und zwar haben wir hier das Charakterfenster. Hier kommt er auch auf die Karte. Oder halt mit J, das steht immer in Klammern dahinter. Und ich möchte jetzt hier craften. Da haben wir die Rezepte. Ein Rope. Select. Und dann kommt hier manchmal Select Tool. Das heißt, man braucht manchmal einen Gegenstand, um überhaupt etwas herstellen zu können. Und zwar ist das in dem Fall ein Splinter. Und den, da können wir einfach draufklicken. Und wenn wir auf OK klicken, dann wird der hier ins Crafting-Feld auf die Tools, auf den Toolplatz gelegt. Und somit können wir dann anfangen zu craften. Manchmal braucht man Messer oder irgendein anderes Item, ein Eimer oder sonst irgendwas. Aber das werdet ihr dann noch sehen. So, jetzt lassen wir das erstmal arbeiten hier und dann nehmen wir das und wir werden auch noch mehr herstellen. Wir können noch ein paar machen. Hier könnt ihr auf Plus klicken oder ihr könnt das auch schieben hier. Das ist ganz praktisch. Stellen wir noch mal zwei her. Das geht ziemlich schnell. Ihr braucht aber das Fenster nicht geöffnet lassen. Das heißt, ihr könnt in der Zwischenzeit, wo hier irgendwas hergestellt wird, auch andere Dinge erledigen. Jetzt ist es ziemlich dunkel. Wir sehen nicht viel. Vielleicht könnt ihr das sehen. Die Stellen sind hier ein bisschen anders. Es ist kein grünes Gras. Das, wo ich jetzt draufstehe, das ist Clay und das hier ist Soil. Das heißt, es wird zur Gartenerde und Ton verarbeitet später. Das brauchen wir auch noch. So, jetzt haben wir den Quest erledigt und wir bekommen schon wieder was Neues und zwar ein Stone Knife. Da muss ich mal gucken, was wir dafür brauchen. Haben wir doch alles. Ein Rope und ein Splinter. Dann stellen wir das Ding auch gleich her. Das geht auch ziemlich schnell. Das ist jetzt praktisch das kleine, in Anführungszeichen, Crafting-Menü. Später gibt es noch ein Crafting-Table. Und hier gibt es noch ein Building-Menü. Da kommen wir auch bald hin. Und zwar jetzt. Make a Bonfire. Da, das finden wir praktisch hier unter Constructions. Da ist es Bonfire
Und wir brauchen 7 Stickies und ein Glowing Ember oder ein Anygem Chip. Das ist dieses hier, den Rubin, den wir vorhin eingesammelt haben. Und wir werden das auch gleich mal. Nein, machen wir nicht. Ich gucke erstmal, wo ich das überhaupt aufbaue. Brauchen ja ein bisschen Platz, wo wir uns ein bisschen ausbreiten können. Da geht's zum Strand. Ja. Ich denke, wir werden das hier hinbauen. Das können wir auch später noch ein bisschen versetzen. Das muss nicht hier bleiben. Ja, hier steht jetzt so eine komische Kiste aus irgendwelchen Brettern und wundert euch nicht, es wird automatisch gebaut. Ihr müsst nur eine kleine oder eine kurze Weile warten und zack. Was ich noch vergessen habe, könnt ihr jetzt lesen, es steht immer, wenn ein Quest erledigt ist oder irgendwas fertig verarbeitet wurde, dann erscheint das unten in diesem kleinen Chat praktisch. So, dann werden wir mal gucken. Das Messer ist fertig, das nehmen wir uns jetzt raus. Und dann gucken wir mal hier bei den Quests. Get a new level. Und da müssen wir hier auf die Characteristics gucken. Next Level anklicken und dann könnt ihr sehen, manchmal müsst ihr dafür noch was extra erledigen. Manchmal habt ihr schon die Sachen eingesammelt, die ihr braucht, je nachdem, wie fleißig ihr halt farmt. Und wir waren fleißig, das heißt, wir bekommen schon unser nächstes Level. Dann gibt es eine kleine Bimmel, die angeht und wir sind ein Level gestiegen. So, dann bekommen wir natürlich schon wieder neue Quests. Das heißt, wir brauchen mehr Werkzeuge. Wir brauchen einen Digging Stick, also einen Stock zum Löcher buddeln. Und wir sollen Glowing Ember. Eigentlich heißt Ember ja Bernstein, aber ich vermute mal, dass das glühende Kohle sein soll oder irgend sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Dann werden wir mal gucken, ob wir das schon machen können. Für die Glowing Ember brauchen wir nur Sticks und da haben wir noch ein paar, 2 Stück. Das heißt, wir werden jetzt schon mal unser Ember erstellen. Und dann kann ich euch in der Zwischenzeit mal hier die Enzyklopädie zeigen. Das heißt, wir haben Level 2 erreicht und die ganzen neuen Items, die wir halt herstellen können. Wir könnten Fleisch machen, eine Steinaxt, eine Steinspitzhacke und einen Digging-Stick. Und dann steht da auch bei, wie viel Schaden der macht und wie schnell der ist und so weiter. Allerdings muss ich sagen, benutze ich dies selten. So, dann wollen wir mal gucken, was wir für eine Axt brauchen. Da brauchen wir noch Stöcke und den Rest haben wir soweit. Wir können hier, wenn wir auf Cancel gehen, schließt sich das Fenster komplett. Wenn wir auf Back gehen, dann können wir hier weiter gucken, was wir hier noch craften können. Digging Stick brauchen wir natürlich auch Stickies und für die brauchen wir ja einfach nur Stöcke. Da liegt noch einer, den sammle ich auf jeden Fall mal ein. Und ansonsten, ja, wie kommt man an Stöcke? Man kann natürlich eine Palme umholzen, aber wir haben ja noch keine Axt. Das heißt, wir müssen hier mit den Füßen wieder fleißig gegen die Büsche treten. Diesmal aber gegen die Büsche und nicht gegen die Palmsetzlinge. Für mich sind das irgendwie Mini-Palmen, die sich dann neu ausgesät haben. Und dann bekommen wir halt Stickies. Und hier hinten seht ihr schon den ersten Gegner rumrennen. Nicht nur den ersten, sondern da stehen gleich 3. 3 sehe ich gerade. Aber die kommen hier nicht durch, da die ganzen Büsche davor sind. Und das ist auch ganz gut so. Die werde ich auch natürlich nicht abholzen. Sonst kriege ich hier Ärger mit denen. Und das wollen wir ja nicht. Jedenfalls noch nicht, bevor wir hier überhaupt irgendein Werkzeug haben, mit dem wir uns wehren können. So, ich hoffe, wir haben jetzt langsam genug eingesammelt. Ich habe nämlich keine Lust, mich
in die Büsche zu treten. Ich denke, wir können auf jeden Fall schon eine Axt herstellen. Das ist ganz praktisch, denn dann kann ich die Bäume hier anfangen umzuholzen. Wir haben hier alles. Das heißt, wir werden uns die herstellen. Und dazu brauchen wir ein Messer. Das heißt, wir tauschen jetzt praktisch das Messer mit diesem Splint aus und stellen das her. Später in den Crafting Table gehen mehrere Tools rein, soweit ich weiß, 3. Und dann braucht man nicht immer wechseln. So, bitte, bitte eine Axt. Der kann sich mal ein bisschen beeilen. Manche Rezepte brauchen sehr lange. So, die nehme ich jetzt und die werde ich auch nicht hier drin lassen, sondern die lege ich jetzt hier auf meinen Inventarplatz. Das haben wir hier unten. Und zwar auf die 3. Da habe ich auch bei Minecraft meine Axt immer liegen. Dann gucken wir mal, ob wir uns noch einen Digging Stick machen können. Machen wir glatt. Und ja, dann brauche ich nur die 3 anklicken und dann wechselt der automatisch die Items, also die Tools praktisch. Und mein Essen werde ich mir hier unten auch in die Leiste legen. Dann verschwinden die auch aus dem Inventar. Das finde ich sehr, sehr gut. So hat man da noch einige Plätze mehr frei. So, das ist auch fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir eine... Ja, da brauchen wir wieder ein Rope. Dann stellen wir doch noch ein Rope her. So, und dann craften wir uns noch die Hacke und dann sind wir fertig. So, dann nehme ich mir mal meine Axt und fange mal an, hier irgendein Bäumchen umzunieten. Und ich glaube, das werde ich hier machen. Es geht sehr langsam. Der muss erstmal wieder in seiner Position stehen, bevor man da wieder erneut drauf haut. Also... dauert schon ein bisschen. Es ist ein bisschen ungewohnt. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Auch an die Sicht, die man hier hat. Man kann also nicht die Bildeinstellung irgendwie ändern. Es stört mich so ein bisschen, dass man das Bild nicht so kippen kann praktisch. Aber das ist, glaube ich, mit Absicht so und macht auch Sinn und Verstand, denn so kann man nicht immer gleich seine Gegner sehen. Das finde ich ganz gut. Also ich denke, die Spielemacher oder Spielentwickler haben sich schon ein bisschen was dabei gedacht. Dann holen wir uns nochmal die Erdbeeren. Ach komm, nimm das auch noch gleich mit, dann ist hier Ordnung. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal von euch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir dann anfangen, ein bisschen Ressourcen zu sammeln und auf unsere ersten Gegner stoßen. Ich sag bye bye, bis demnächst, eure Nizi.